Herzlich willkommen zum Derivate Deep Dive hier auf dem YouTube-Kanal von Comdirect. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, viel ist passiert. Wir hatten eine Sommerpause gehabt und in der Zeit haben sich natürlich die Börsen nicht dem Sommerferienmodus angepasst, sondern haben mal ganz anders reagiert, haben hier auf ganz, ganz viele Themen eben reagiert und sind im Endeffekt natürlich auch von den klassischen Fragen dann eben gelenkt worden. Wie geht es in Richtung Preissteigerung weiter? Wie wird sich die Konjunktur entwickeln? Und diese Themen möchte ich natürlich wieder besprechen mit Dirk Grünert von Morgan Stanley, der uns zugeschaltet ist, live aus London. Dirk, ich grüße dich. Hallo zusammen, wie geht's euch? Ah, gut, wunderbar, danke. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Wunderbar. Du hast die Ferienzeit. Ich freue mich, nach der langen Pause endlich wieder dabei sein zu dürfen. So sieht's aus, ja. Wir haben ja im Vorgespräch schon gesagt, dass wir endlich sozusagen jetzt wieder dieses Format weiter fortführen können. Und da gibt's natürlich auch viele Themen, ich habe es ja in der Anmoderation gesagt, die die Märkte ja auch ganz maßgeblich beeinflusst haben. Wir haben das Thema Inflation versus Konjunkturentwicklung, und zwar nicht nur in den USA, sondern auch in China und in Europa. Da kriegt man ja wirklich ganz, ganz viele verschiedene Indikationen. Wie ist denn dein oder euer Blick auf diese Thematik allgemein, Dirk? Also unsere Erwartung natürlich für dieses Jahr ist, dass man über das klassische 2%-Ziel der Zentralbanken natürlich hinausschießen wird. Das sieht man. Die Core-Inflation gerade in Europa, auch in Deutschland, liegt bei 4%. Aber wir erwarten tatsächlich, dass das korrigiert wird im nächsten Jahr, dass wir zumindest in Deutschland dann wieder normalere Inflationspunkte sehen werden. Aber man sieht es ja auch an den Sprachen der Zentralbanken, bei der Fed, aber auch der EZB, dass da die Stimmung sich zumindest dreht und dass man nicht vergessen kann, dass auch Zinsen steigen können, um Inflationsängste zu bändigen. Und das ist natürlich dann immer gleich das Feuer oder natürlich das Löschwasser an den Börsen. Und da muss man halt jetzt genau aufpassen. Also im Moment werden sehr weise Worte gewählt dafür. Und das sieht man ja auch. Die Volatilität zum Beispiel ist im Markt auf 20%. Das ist ein sehr, sehr geringer Wert. Das heißt, im Markt passiert im Moment nicht viel. Aber wir sehen es immer noch, gerade wieder in den USA, immer wieder neue Rekordwerte werden erreicht. Der DAX tritt ein wenig auf der Stelle herum. Nichtsdestotrotz, wir im Hause Morgan Stanley gehen davon aus, dass tatsächlich Europa das erste Mal wirklich Amerika outperformen wird. Wann es endlich so der Fall ist, das wird die Zeit zeigen. Also könnte man ja ketzerisch sagen, dass eigentlich die Situation natürlich schon beobachtungs- und bemerkenswert bleibt, was die Inflation oder die Preissteigerung angeht, aber ja so ein bisschen auch eigentlich den Notenbanken in die Karten spielt. Man kann, du hast ja gesagt, über das Wording momentan eine Menge erreichen. Nur hat man in den letzten Jahren ja versucht, natürlich größere Markt- und Aktienmarktkorrekturen zu verhindern. Aber man kann natürlich genau durch diese Gemengelage, die man hat, schon versuchen, dass man so ein bisschen dämpfenden Charakter auf der einen Seite reinbringt. Das heißt, dass natürlich die Börsen nicht sprunghaft ansteigen, sondern eher gedämpft dann weiter voran, also mit angezogener Handbremse vorangehen. Aber auf der anderen Seite auch nicht zu viel Optimismus in den Markt lässt und immer wieder darauf hinweist, dass man natürlich die aktuelle expansive Geldpolitik sowohl von der EZB als auch auf der Seite von der US-Fed so ein bisschen auf der Beobachtungsliste hat, oder? Kann man das so formulieren? Ja, das ist vollkommen richtig. Also man möchte gerade den letzten Fehler, als das letzte Konjunkturprogramm relativ schnell abgeschaltet wurde, in 2011, das möchte man nicht wiederholen. Und das ist, glaube ich, jetzt auch ganz gut bis jetzt gelungen, um genau die Balance zu halten. Ja, man spielt mit dem Risiko der Inflation, aber man kann auch sagen, das könnte ein Reflationstrade später doch tatsächlich werden. Wenn man sich das einfach auch bei den einzelnen Aktien anguckt, warum sind die Aktienmärkte wieder so stark gestiegen? Naja, das liegt wirklich an den Big Caps. Ja? Also das waren wirklich die großen Unternehmen, die tatsächlich die Mid Caps und Small Caps outperformed hat. Wenn wir uns die letzten 6 Monate angucken, liegt die Outperformance der großen Unternehmen bei 20% gegen den kleinen Unternehmen. Und das gab es vorher nicht. Wir haben ja sehr viel immer diese sogenannten Reopening, die Sektorrotation. Also wir haben ja viele jetzt gesehen, also einfach, weil andere Werte auch aufgeholt haben. Es hat nicht nur noch Tech nach oben uns getrieben, aber es waren immer noch die großen Unternehmen, die uns getrieben haben. Und jetzt ist die Frage, gibt es da nicht auch Nachholpotenzial, jetzt gerade wieder bei den etwas kleineren Titeln aus der zweiten Reihe? Und da kann man tatsächlich sich immer noch sehr gute Unternehmen finden, die auch fair bewertet sind. Und da muss man sich jetzt einfach sehr viel mehr beschäftigen. Aber das ist immer so. Wenn man sich einen ganz normalen ökonomischen Zyklus anguckt, ist der schwierigste Part da, wo wir jetzt sind, weil wir sind in dem letzten Part. Wir wissen nicht, wann tatsächlich dieser Abschwung kommen wird. Wie lange ist dieser Aufschwung? Und da gibt es ja 2 Thesen im Moment. Viele Häuser, und tatsächlich sind wir bei Morgan Stanley einer, der das nicht so wahnsinnig unterstützt, dass es jetzt wieder eine sehr große Steigerung noch geben wird, sondern wir sagen, wir sind in diesem 4. Zyklus und der wird irgendwann abbrechen. Positiv auf Europa gestimmt, aber tatsächlich
irgendwann hört die Musik auf zu spielen. Ich meine, wir haben seit 10 Jahren einen Bullmarkt. Wann es ist, wissen wir auch nicht, aber wir sind etwas vorsichtiger. Gerade diese geringe Volatilität ist auch tatsächlich, ja, man ja sagt immer, hohe Schwankungen ist ein Zeichen für Risiko, aber auch niedrige Schwankungen kann ein sehr gutes Zeichen für Risiko oder für anstehendes Risiko sein. Und da sind wir ja genau auch in dieser Saison, die ja auch mal ein bisschen schwierig an den Börsen werden kann. Wir haben sozusagen, sind jetzt aus der Sommersaison jetzt sozusagen in den, oder zum Beginn der Berichtssaison für das dann dritte bzw. zweite Quartal ja dann eben bei manchen Unternehmen mit reingekommen. Das heißt, der September, Oktober ist ja eigentlich, sind ja auch Monate, in denen sehr, sehr viele Themen einfach auf die Märkte reinkommen. Du hast schon gesagt, die Marktteilnehmer schauen jetzt eher wieder auf die großen Unternehmen. Da gibt es auch viele, die geliefert haben bzw. die sagen, ja, hier, wir haben tatsächlich noch einen weißen Hasen oder einen weißen Kaninchen in unserem Zylinder und können das halt auch nochmal rausziehen. Aber es wird halt schon spannend, weil man, glaube ich, sieht, dass sowohl die Konjunkturdaten eine zunehmend wichtigere Rolle spielen, also zum Beispiel natürlich die Entwicklung in China als sehr, sehr wichtige Volkswirtschaft, auch viel natürlich als Absatzmarkt für europäische als auch amerikanische Unternehmen, als auch natürlich, was wir gerade besprochen haben, die weitere Geldmarktpolitik. Denkst du, dass wir dieses Tandem oder beziehungsweise diese Waage, die sich daraus bildet, dass die im September wirklich eine, also von der makroökonomischen Sicht eine große Rolle spielt? Oder glaubst du, dass hier vielleicht sogar tendenziell auf die mikroökonomische Ebene, das heißt eher auf die Unternehmensebene geschaut wird und da tatsächlich auf die großen Unternehmen dann oder eben auch die Unternehmen aus der zweiten Reihe geschaut wird? Also das wird wie immer eine Kombination sein, aber viel entscheidender ist, die makroökonomischen Daten, die wir sehen werden, sind für den Gesamtmarkt halt wahnsinnig wichtig. Also wenn da jetzt irgendwas schief geht, sei es dadurch, dass doch die Impfungen doch viel kürzer halten, als wir uns das denken, die dritte Impfung vielleicht doch nicht so effektiv ist, also einfach diese Gefahr, die wir durch die Pandemie ja noch nicht bewältigt haben, das muss man einfach sagen, das sehen wir in vielen Ländern, Israel, auch bei uns in der UK, sieht man einfach, dass Fallzahlen wieder durchaus auch steigen können. Und das ist tatsächlich eine Gefahr auf der Makroebene, die den Gesamtmarkt beeinflusst. Und dann natürlich die Mikroebene. Und da muss man sich wirklich wieder Sektoren anschauen. Also welche Sektoren können im Moment noch, also welche haben Nachholbedarf, welche werden auch in so einer Phase wieder davon profitieren können. Wir dürfen nicht verkennen, wo das letzte Jahr auch sehr, sehr gut war. Ab März 2020 haben die Unternehmen tatsächlich auch Kosten gespart. Ja, also es wurde die Zeit auch genutzt, einfach effizienter zu werden. Und die haben sich auch vorbereitet. Also wir wissen jetzt, Working from Home klappt. Ja, also das haben wir tatsächlich ja auch bei uns in den Banken kennengelernt. Aber das gilt ja für ganz, ganz viele, dem vielleicht nicht produzierenden Gewerbe. Aber in vielen Sachen hat man das tatsächlich sehr, sehr gut meistern können. Das heißt, wir sind auch besser vorbereitet. Also diese Ungewissheit, falls es tatsächlich da nochmal zukommen sollte, die ist uns eigentlich genommen worden. Sondern ich glaube, jetzt sollte man immer darauf achten, einmal wirklich auf der Makroebene, also wie ist das Wirtschaftswachstum im Verhältnis der Inflation, ja, und das geht ja auch ganz schnell, dass wenn das Wachstum geringer ist als die Inflation, das ist ja erstmal für uns alle nicht gut, weil wir tatsächlich einfach dann weniger, also der Wohlstand weniger zu, ja, also weil einfach die Abwertung größer ist als das wirtschaftliche Wachstum. Aber nichtsdestotrotz, Sektoren anschauen, es wird wichtiger und dann mittlerweile auch, naja, also wenn man das einfach mal sieht, in so einem ganzen ökonomischen Zyklus, am Anfang kauft man den Gesamtmarkt und wer vor 10 Jahren den DAX gekauft hat, der hat auch tatsächlich bis heute nichts falsch gemacht. So, dann kommen wir in einen nächsten Zyklus, da muss man sich tatsächlich dann angucken, welche Sektoren sind denn jetzt die richtigen? Also das hat man ja genau nach der Pandemie gesehen. Ich musste auf Tech setzen, ich musste genau auf die Unternehmen setzen, die das E-Commerce weiter nach vorne gebracht haben. So, und mittlerweile reicht das auch nicht mehr. Jetzt muss ich mir angucken, innerhalb eines Sektors, naja, wer ist denn eigentlich die Gewinner innerhalb eines Sektors? Also wer profitiert besser als die anderen? Das heißt, man hat im Prinzip diese 3 Stufen und jetzt ist es tatsächlich, ich muss mir einzelne Unternehmen angucken. Ich kann nicht mehr den Gesamtmarkt kaufen, nicht mehr den gesamten Sektor kaufen und das macht es natürlich schwerer für den Investor immer die richtige Entscheidung zu treffen, weil es einfach mehr Zeit kostet, sich da einfach mehr mit intensiver zu beschäftigen. Und da sind wir eigentlich schon auch schon mal ein ganz schönes Thema angekommen. Du hast bereits angesprochen, Sektoren spielen natürlich jetzt eine wesentliche Rolle und gerade die Auswahl von den richtigen Sektoren, auf die man setzen kann. Und da steht ja jetzt im September auch bereits eine, ich nenne jetzt mal Reform des deutschen Aktienindex an. Der wird ja von 30 auf 40 Kandidaten aufgestockt, beziehungsweise Indexmitgliedern. Und das hat ja nicht nur an den direkten Equity-Märkten, also an den Aktienmärkten Auswirkungen, sondern auch in der Derivate-Welt, oder? Was bedeutet das dann zum Beispiel, wenn man jetzt ein Zertifikat auf den DAX 30 Index, also jetzt noch DAX 30 hält oder man hat einen Optionsschein, nach der Veränderung, was passiert da bei den Derivaten? Kannst du da kurz drauf eingehen? Also ja, tatsächlich müssen wir auch, die Derivate werden genauso angepasst. Also der Index, der DAX 40 dann, wie er dann später heißen wird, ist tatsächlich dann der neue Basiswert dafür
Und wir passen dann alle Produkte dementsprechend an. Also der Investor muss sich dann nicht drum kümmern. Das ist genauso, wenn ich jetzt einen DAX Future kaufe. Auch die werden sich angepasst und die sind dann DAX 40 Future. Was wir machen, nehmen wir mal an, wir haben ein Delta 1 Produkt, also ein sogenanntes Hebelprodukt. Nehmen wir mal den Hebel 2, was ich ja im Prinzip faktisch tue. Okay, wir hedgen uns über Futures, aber faktisch ist es nichts anderes, als dass ich tatsächlich einfach diese 30 Aktien im Moment kaufe mit der jeweiligen Gewichtung, wie der Index da ist, damit ich genau das gleiche Risiko eben replizieren kann, was ich dem Investor durch das verbriefte Derivat versprochen habe, zu liefern. So, und tatsächlich an dem Tag, wo das umgestellt ist, müssen wir einfach noch weitere 10 Aktien kaufen und die anderen Positionen etwas reduzieren. Das heißt, wir haben tatsächlich an dem Tag, gibt es dann im Closing, eine große Austausch von diesen Aktien. Und das sieht man ja auch immer. Wenn ein neuer Titel in einen Index aufgenommen wird, dann profitiert er davon, weil der nachgezogen wird. Also das gilt ja nicht nur für uns Zertifikate, sondern das gilt natürlich auch für alle Fonds, die den DAX replizieren, ja, also die es gibt, oder auch ETFs. Und daran kann man das immer sehen. Das heißt, wir Marktteilnehmer haben auch immer dann schon einen guten Forecast. Wir wissen, wie viele Assets umgeschichtet werden müssen. Da werden Analysen gemacht, weil der Markt möglichst ja das neutral auch verkraften muss. Also wir wissen, an welchem Tag wir die Aktien verkaufen müssen, nämlich die alten von den DAX 30 werden einige Anteile verkauft und dann müssen die neuen gekauft werden, weil man hat ja nicht mehr Kapital dahinter stehend erstmal. Insgesamt ist das, glaube ich, eine ganz gute Entwicklung, weil man einfach mehr Unternehmen hat. Und wer sich heute den DAX anguckt, da waren einfach auch Probleme drin. Das heißt, erstmal für den Investor ist es gar nicht verkehrt, ein größeres Portfolio zu besitzen, in dem ich in dem DAX investiert bin und darüber eben in diesen 40 Unternehmen teilhaben werde. Ich glaube, das ist erstmal eine ganz gute Entwicklung. Also das hast du gerade schon angesprochen, genau. Wenn sich sozusagen jetzt dann zukünftig die DAX-Gestaltung ändern wird und man in 10 neue Unternehmen reinkommt, man ein entsprechendes Derivat hat, dann hat man natürlich auch direkt die Wahl, einen Hebel dazu auszuwählen. Das hast du ja bereits gesagt. Das heißt, ich suche mir entweder ein Zertifikat oder entsprechend ja, ein Derivat aus. Kannst du noch mal ganz kurz vielleicht darauf eingehen, wie funktioniert denn der Hebel? Wie konstruiert ihr denn diesen Hebel? Ja, also der Hebel ist tatsächlich so, dass wir im Prinzip festlegen, wenn wir uns das wie im Hauskauf darstellen würden, also nehmen wir mal ein Haus, kostet 100, ja, aber ich habe tatsächlich nur 20 an Eigenkapital dabei und ich muss mir jetzt einfach erstmal das Restliche, also die 80 leihen, um mein Haus kaufen zu können. Ja, dann gehe ich immer zu einer Bank und leihe mir 80 an Geld und gebe gleichzeitig die 20 meines eigenen Kapitals da rein. So, und das ist im Prinzip genau das Gleiche, was wir machen bei einem sogenannten Hebelprodukt. Ja, wir kriegen von dem Kunden die 20 und wir als Bank geben die 80 nochmal dazu und kaufen dann für die insgesamt 100 dann eben das derivative Produkt oder besser gesagt die Aktien. Also wenn das eine Aktie wäre, würden wir dann halt einfach 5 Aktien kaufen statt nur eine Aktie. Und viermal kommt unser eigenes Geld dazu. So, was dann passiert, ist es auch wieder genauso bei kann man sich genauso wieder überlegen, naja, wenn mein Haus tatsächlich sehr, sehr schlecht läuft, ist um 20% gefallen, das heißt, mein Haus ist nur noch 80 wert, das heißt, mein Eigenkapital ist ja tatsächlich aufgebraucht worden. Da wird die Bank, die mir das Geld geliehen hat, auch anrufen und sagen, naja, tatsächlich, jetzt ist da, wenn das Haus noch mehr verliert, dann bin ich im Risiko als Bank, weil ich ja Geld geliehen habe und als Sicherheit das Haus hatte. Die Sicherheit, die wir haben, sind die Aktien, die wir gekauft haben. Aber genau das Gleiche machen wir auch, wenn der Markt um 20% fällt, wir aber viermal das Geld geliefert haben, die 80, dann ist das Eigenkapital des Kunden aufgebraucht. Bei uns ist es dann automatisiert, das ist dann dieses sogenannte Knockout-Event, weil dann eben das Eigenkapital von uns Banken dann angegriffen werden würde, das Geld, was wir dazugegeben haben. So, und das ist dann immer der Event, wo das Produkt dann tatsächlich wertlos verfällt und dem Investor oder der Restbetrag dann zurückgezahlt wird. Und das heißt, der Hebel ist sehr, sehr ähnlich wie eine Hausfinanzierung, ist das eine Aktienfinanzierung. Vielen Dank für die Erklärung. Genau, ich glaube, jetzt ist auch nochmal ganz verständlich rübergebracht worden, wie sozusagen dieser Hebel funktioniert. Das kommt eben daher, weil wir wirklich immer wieder auf Fragen zu diesem Thema bekommen und das kannst du, glaube ich, gar nicht oft genug in deiner guten Form darstellen, sodass eben genau unsere Zuschauer auch die Möglichkeit haben, natürlich das nachvollziehen zu können, was ja auch wichtig ist. Ganz interessant ist natürlich, wenn man auch im Derivatebereich unterwegs ist, dann will man ja auch Impulse haben. Ich habe mal geschaut, was für Produkte von unseren Kunden aus eurem Haus nachgefragt worden sind. Und da fand ich es ganz spannend. Wir haben in den letzten Ausgaben vor der Sommerpause immer wieder so Cluster-Themen gehabt, wo man ganz klar gesehen hat, zum Beispiel waren sehr, sehr viele Derivate auf Autowerte gesucht gewesen oder im Rohstoffsektor oder eben im Chemiebereich. Also man hat schon gesehen, da ist eine ganz klare Clusterung gewesen,
Diesmal finde ich, dass eher die Auswahl doch in ja, breiter ist. Wir haben natürlich auf der einen Seite, das fand ich auch ganz interessant, ihr habt einen Pharma-Impfstoff-Aktienindex aufgelegt, darauf auch ein Zertifikat rausgegeben. Vielleicht willst du da kurz nochmal drauf eingehen? Ja, also das sind im Prinzip genau die Themen, die wir gerade gesagt haben. Also es wird immer sehr viel wichtiger, sich auf Sektoren zu fokussieren und innerhalb von Sektoren muss ich Titel auswählen. Aber wenn ich jetzt eben nicht das Interesse habe, jeweils die einzelnen Aktien mir intensiv anzugucken, bieten wir dort halt eine Auswahl, die getätigt wurde, an und dann kann ich eben 10 Aktien zum Beispiel innerhalb eines Produktes kaufen, die halt dann schon vorher gewählt worden sind. Und das ist tatsächlich immer jetzt mittlerweile ein Instrument, was sehr, sehr gut angenommen wird. Also wir spielen sehr, sehr viele Themen und wir haben auch mittlerweile jetzt die sogenannten Tracker-Zertifikate drauf. Das heißt, dass man da auch tatsächlich jetzt ohne Hebel investieren kann, also direkt in dieses Produkt. Und das sind einzelne Themen und natürlich Pharma ist jetzt wieder sehr, sehr interessant. Wir wissen, dass einige Titel, die haben vielleicht sich nicht so gut entwickelt, also weil der Impfstoff vielleicht noch nicht genehmigt wurde. Andere Titel, wie wir wissen, haben sich bombastisch entwickelt, weil die ersten waren, ja, und da gehören ja auch deutsche Unternehmen zu. Und gerade wenn ich diese zwei Fälle nehme und jeweils dann eine Aktie nur gewählt hätte, da hätte ich einfach auch falsch liegen können und das wäre eben nicht gut gewesen. Und gerade bei solchen Themen ist es dann vielleicht auch nicht verkehrt, eben 10 verschiedene Aktien dabei zu haben. Dafür gibt es auch Informationsmaterial auf unserer Webseite. Wenn sich mal da beschäftigt werden, da wird erklärt, welche Unternehmen das sind. Und vielleicht ist es auch nur ein Ideengeber für den Investor, aber ganz sicherlich mal interessant zu sehen. Ja, nee, auf jeden Fall. Also es sind ja sowieso nur alles Ideen, weil im Endeffekt die Kaufentscheidung, die trifft natürlich auch jeder einzelne Zuschauer, Investor, Trader auch immer selbst. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, sich Prospekte und die Emissionsformulare im Vorfeld anzusehen, um zu verstehen, was man da eigentlich macht. Aber das ist ja das A und O generell bei Anlagen bzw. Tätigkeiten, wenn man an den Finanzmärkten unterwegs ist. Spannend ist aber auch zudem gewesen, dass im Optionsscheinbereich viele Unternehmen gesucht waren, zum Beispiel aus Cloud Computing, hier ServiceNow und Alphabet mal namentlich genannt, also heißt amerikanische Technologieunternehmen. Aber was auch ganz spannend ist, es war zum Beispiel eine Nestlé, Volkswagen, aber auch im Kreuz auf Silber. Also man merkt, man hat so eine doch breitere Streuung. Also wir haben auf der einen Seite klar diese Sektorsehnsucht, nenne ich sie jetzt mal, das heißt in bestimmten Bereichen zu investieren, die eben vielversprechend erscheinen, als auch dann natürlich eher so eine breitere Streuung. Also das heißt, man merkt schon, es sind alles Calls gewesen, schon auf steigende Kurse setzen, aber eben wirklich in die Breite gehen. Seht ihr das bei euch im Handelsgeschehen oder in der Nachfrage oder bei der Nachfrage auf Derivaten auch, dass man jetzt also gar nicht mehr so ein großes Clusterthema bei diesen ganzen einzelnen Optionsschein hat, also auf Einzelaktien, sondern eher wirklich in die Breite gehend? Oder ist tatsächlich das nur ein Phänomen, was wir hier sehen bei Comdirect? Nein, das ist durchaus richtig. Also es gibt jetzt bei allen Titeln, die du auch gerade erwähnt hast, gibt es natürlich immer auch die Idee dahinter. Ja, und ja, die sind unterschiedlichen Sektoren, aber die Story dahinter, die ist halt immer gegeben. Also die Deutschen können auch Autos bauen. Wir wissen, dass amerikanische Automobilhersteller, die sich nur auf Elektro gesetzt haben, durchaus noch höher bewertet werden als ein deutscher Automobilhersteller, der auch Elektroautos bauen kann. Das heißt, da gibt es einfach immer wieder Story, auch bei einer Nestle. Man darf nicht vergessen, zum Beispiel Nestle kennen wir ja ganz häufig vom Kaffee, also die Kapseln. Aber wir wissen, also es ist zum Beispiel der größte Wasserhersteller global, Nestle. Und ist halt wahnsinnig verteilt und Wasser wird halt immer wichtiger. Also das sind ganz sicherlich Unternehmen, die es auch tatsächlich morgen noch geben wird und das sind natürlich für Investoren ist das auch ganz interessant. Ich glaube, es ist immer sehr viel schwieriger, das nächste Einhorn zu finden, ist halt sehr viel schwieriger, also der nächste Zoom, der nächste technologische Trend, den ich mache, das nächste Facebook, oder das ist halt schwierig. Ja? Ein Unternehmen, was viele, viele Jahre schon einen guten Job gemacht hat, wird auch einfach dadurch, dass wir natürlich beim Consumer, also wie Nestle, wir werden mehr Wasser trinken, weil wir allein schon mehr Menschen sein werden. Ja? Die Hygiene wird immer besser und auch die Verteilung, der Wohlstand wird besser. Also sind das ganz sicherlich dann Unternehmen, die vielleicht etwas konservativer sind, aber durchaus nicht langweilig sind. Ja? Also ganz sicherlich sehen wir das vermehrt, dass Leute auch dann ihr Portfolio im Prinzip wie so eine Fußballmannschaft aufbauen. Ja? Und ich sage da immer ganz gerne, eine Fußballmannschaft hat auch nicht nur Stürmer. Ja?
Ein Stürmer ist zwar den wir am meisten sehen, aber eine gute Abwehr zu haben, ist auch echt wichtig, sonst verliere ich nämlich das Spiel langfristig. Ja? Und dann kann man sich das immer schön angucken. Wir brauchen ein Mittelfeld, wir brauchen Stürmer, ein Torwart hinten drin. Ja, das ist vielleicht meine Put-Option. Und so sollte man das auch wirklich aufbauen, dass man sein Portfolio sich nicht nur zu konzentriert auf eine Sache macht und natürlich auch der Zeithorizont ein unterschiedlicher ist. Ja? Also möchte ich in ein Tech-Unternehmen für die nächsten 20 Jahre investieren, weil ich die Aktie kaufe, ist halt manchmal auch schwierig. Also das heißt, man hat einmal diese Aggressivitätskomponente, also was sind, ist mein Long-Term-View auf einer Aktie und natürlich dann auch nochmal da wieder ganz wichtig der Sektor. Also wir werden immer wieder Wasser trinken, Verbraucher werden immer wieder gebraucht werden, ja, und auch das nächste Auto steht irgendwann wieder davor, ob es elektrisch ist oder mit einem Verbrennungsmotor, das wissen wir nicht, aber das wissen wir, dass wir wieder solche Güter selbst brauchen. Also, und das machen Investoren viel, viel mehr. Also es ist schon die Suche natürlich danach Unternehmensstories, Equity-Stories, die eben hinter den Unternehmen allgemein stecken. Und das ist eben auch wirklich das A und O, um dann sozusagen Portfolio aufbauen zu können, was eben breit gestreut ist. Und da kann man eben dann teilweise natürlich auf Sektoren zurückgreifen in Form von Zertifikaten, die bestimmte Unternehmen mit aufnehmen und dahingehend eine ganz gute Streuung schon per se dann zur Verfügung stellen, als auch natürlich auf Einzelunternehmen setzen, die dann entsprechende Unternehmen größer auch haben. Das haben wir am Anfang ja auch gesagt, dass eben insbesondere große Unternehmen jetzt ja hier maßgeblich die Hosse ja auch in den USA angeführt haben, aber eben auch in Deutschland, als auch natürlich Unternehmen, die dann zusätzlich natürlich nochmal die entsprechende Unternehmensstory haben, oder? Ja, das ist vollkommen richtig, die Einschätzung. Das macht auch total Sinn. Und ich glaube, eins der wichtigen Sachen ist, was jetzt wirklich in den letzten 12 Monaten passiert ist, es gibt mehr Leute, die sich tatsächlich mit dem Thema der Aktien oder dem Aktienmarkt beschäftigen. Und das ist erstmal generell sehr, sehr gut. Gerade in Deutschland waren wir da gegen unsere europäischen Partner, aber natürlich auch gegen die USA weit hinterher. Und erstmal sich mit dem Thema beschäftigen, ob ich dann im Endeffekt ein Zertifikat kaufe, ein ETF. Erstmal ganz sicherlich die Verantwortung der Altersvorsorge, das ist ja nicht mehr oder weniger, des Aufbaus meines Vorstands selbst in die Hand zu nehmen. Das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung und da sind wir eigentlich auch, da dürfen wir alle, nicht nur wir Banker, sondern insgesamt als Gesellschaft denken, dass das erstmal keine falsche Entwicklung ist. Besseres Schlusswort hätte ich gar nicht finden können, lieber Dirk. Vielen, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Natürlich deine Expertise nahtlos an die Expertise vor den Ferien angeknüpft. Chapeau. Vielen Dank für die Zeit. Klar, gerne. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung in 2 Wochen und wünsche dir erstmal alles Gute. Grüße nach UK. Ich freue mich auf jeden Fall, bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt und es lohnt sich, wie ihr seht, immer mal wieder hier auch reinzugucken. Hier kriegt ihr wirklich die Insights eben aus den Häusern Morgan Stanley und Comdirect und wie gesagt, in 14 Tagen sind wir wieder für euch da. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich bis zum nächsten Mal. Macht's gut.